An der Ecke des Packgebäudes steht eine pummelige goldene Statue des Kobolds aus Shakespeares Sommernachtstraum. Puck, wie er auf Englisch heißt, war das Maskottchen von einem von New Yorks bekanntesten Satireblättern, Puck Magazine. Die Zeitschrift ging auf eine Zusammenarbeit zwischen dem Illustrator Josef Kepler und dem Drucker Adolf Schwarzmann zurück und kam zum ersten Mal 1876 in deutscher Sprache heraus. Innerhalb eines Jahres erschien es bereits in einer englischen Edition. Pucks stichelnder Humor und beißende Satiren steigerten seine Auflage, was wiederum die Errichtung des Puck-Gebäudes ermöglichte. Der in Deutschland geborene Architekt Albert Wagner entwarf das Gebäude. Zu jener Zeit lag es am äußeren Rand des wichtigsten Zeitungsbezirks in New York. Es wurde im Jahr 1885 fertiggestellt. Aufgrund des anhaltenden Erfolgs der Zeitschrift wurde es im Jahr 1892 weiter ausgebaut. Innovative Stadtplaner retteten es um die Jahrhundertwende vor dem Abriss. Damals sollte die Lafayette Street so verlängert werden, dass sie das Gebäude in zwei Teile geschnitten hätte. Ein Drittel des Gebäudes fiel dennoch den Stadterneuerungsplänen zum Opfer. Dafür erhielt es auf der Westseite jedoch eine neue Fassade und konnte so gemeinsam mit seinem Maskottchen für zukünftige Generationen erhalten werden. Puck Magazine wurde schließlich vom Zeitungsmagnaten William Randolph Hearst gekauft, der selbst oft Gegenstand der satirischen Zeichnungen und Witze gewesen war und dessen Leben Orson Welles zum Film Citizen Kane inspirierte. Kurz nach dem Ankauf wandelte Hearst die Zeitschrift in ein Monatsmagazin um und stellte es 1918 schließlich endgültig ein. In der jüngsten Vergangenheit wird das Gebäude von Firmen für grafisches Design und anderen verlegerischen Unternehmen genutzt. Es dient auch als Geschäftslokal. Sowohl das Pratt Institute wie auch die New York University haben Räumlichkeiten im Puck Building gemietet. Außerdem diente es im Film Harry and Sally und der TV-Serie Will and Grace als Kulisse. Musik